Der Raspberry Pi ist ein echt interessantes Thema, da er sehr einfach für die unterschiedlichsten Projekte verwendet werden kann. Da die Hardware so bekannt und beliebt ist, gibt es auch sehr viele verschiedene Erweiterungsplatinen und Module für den Raspberry Pi. Daher geht es heute um die Top 10 coolen und nützlichen Erweiterungen für den Raspberry Pi. Disclaimer: Alle Erweiterungen sind natürlich in der Beschreibung verlinkt, auch wenn ich mir hier vielleicht viel Geld durch die Lappen gehen lasse, handelt es sich hierbei um keine Affiliate-Links, da ich strikt gegen unnötiges Tracking bin. Das muss ich dann meinen eigenen Zuschauern auch nicht antun. Der Touchscreen. Interesse an einer Smart Home Zentrale? Wie wäre es dann mit einem Touchscreen für den Raspberry Pi? Schon bei der ersten Erweiterung gibt es mehrere Varianten und Möglichkeiten. Wer es schön günstig haben möchte, kann zum Beispiel einen kleinen Touchscreen von Adafruit besorgen. Den gibt es übrigens in zwei verschiedenen Größen, in 2,8 Zoll und in 3,5 Zoll. Der große Vorteil liegt darin, dass die Platine nicht größer als der Raspberry Pi selbst ist. Allerdings blockiert die Platine sämtliche GPIOs, obwohl nur wenige davon effektiv für den Betrieb des Touchscreens benötigt werden. Die restlichen ungenutzten GPIOs können natürlich verwendet werden, sind allerdings nur über Löten oder dergleichen Aktionen wirklich erreichbar. Zusätzlich wird noch ein anderer Linux-Kernel für den Betrieb des Displays benötigt. Wer allerdings keine GPIOs benötigt, hat dadurch keinerlei Nachteile. Wer es größer braucht und auch die GPIOs benötigt, kann auch den 7 Zoll Touchscreen von Raspberry Pi Org selbst besorgen. Dieser verwendet den Displayanschluss, der bereits auf dem Raspberry Pi vorhanden ist. Vorsicht, ausgenommen Raspberry Pi Zero. Der Touchscreen ist sauber in Raspbian integriert und benötigt keinerlei Einrichtung oder zusätzliche Software. Der Raspberry Pi kann wunderbar auf die Rückseite des Displays geschraubt werden. Alle hierzu benötigten Teile sind im Lieferumfang enthalten. Nachteil: Dieser Touchscreen hat seinen stolzen Preis. Allerdings ist dafür die Einrichtung um einiges angenehmer. Wer Lust hat, sein eigenes Webradio zu bauen, der könnte mit diesem Modul seinen Spaß haben. Der HiFiBerry. Für jeden, der mehr Klangqualität aus dem Raspberry Pi holen möchte, für den gibt es von HiFiBerry so einige Module. Die Module unterscheiden sich in Größe, Anschlüssen und der Qualität der Ausgabe. Es ist so gut wie für jeden Einsatzzweck etwas dabei. Allerdings bekommt man die Qualität nicht geschenkt und die Module haben daher auch ihren Preis. Da der Klinkenausgang des Raspberry Pis nicht gerade überragend ist und HDMI nicht in jeder Situation ohne weiteres als Audioquelle verwendet werden kann, kann der HiFiBerry für Audioprojekte sehr interessant sein. Die Einrichtung unter Raspbian ist zwar etwas aufwendig und hakelig, aber doch sehr ausführlich vom Hersteller dokumentiert. Auch die Einrichtung unter den zwei gängigen Media Center Systemen ist möglich. Wer nicht auf Raspbian angewiesen ist, kann auch HiFiBerry OS verwenden, welches vom Hersteller selbst kommt und einige tolle Funktionen mitbringt. Egal ob Überwachungskamera oder eine Zeitrafferaufnahme einer Pflanze. Mit diesen Modulen ist vieles möglich. Wie bereits im 10-Projekte-Video angeschnitten, gibt es tolle Kameramodule für den Raspberry Pi, die auch direkt vom Hersteller raspberrypi.org kommen und somit perfekt auf Software und Hardware abgestimmt wurden. Es gibt mittlerweile zwei Generationen mit jeweils einem normalen und einem Infrarotmodul. Mit dem aktuellen Modell können Bilder mit 8 Megapixeln und Videos mit 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde, 720p bei 60 Bildern pro Sekunde und VGA-Auflösung bei 90 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Klar, die Leistungsdaten hauen einen nicht gerade unbedingt vom Hocker, aber für viele Projekte sind diese komplett ausreichend und preislich ganz in Ordnung. Der Unterschied zwischen dem normalen und dem Infrarotmodell ist, dass letzteres dafür verwendet werden kann, um Nachtaufnahmen machen zu können. Hierzu muss die filmende Umgebung aber auch mit einem Infrarotlicht ausgeleuchtet werden. Kleiner Nachteil: Bei diesem Modell ist durch den fehlenden Infrarotsensor die Aufnahme bei Tag etwas schlechter als bei der normalen Variante. Natürlich kann auch für solche Projekte eine ganz normale USB-Webcam herhalten, nur ohne die Vorteile der guten Softwareunterstützung in Raspbian. Denn zur Nutzung dieses Kameramoduls muss in Raspbian nur eine Einstellung gesetzt werden. Dann kann fröhlich drauf losgeschossen werden. Abstrus, aber faszinierend. Solche Sensordaten liefern nicht viele. Der Geigerzähler. Vielleicht etwas Verrücktes zwischendurch. Aber wer seine Umgebung auf Radioaktivität untersuchen möchte, kann sich eine Geigerzähler-Erweiterung besorgen und mit dem Raspberry Pi auswerten und protokollieren. Ich würde aber das Ganze eher als Spaß- oder Forschungsprojekt zählen.
Allerdings freuen sich Plattformen wie zum Beispiel OpenSenseMap über die außergewöhnlichen Sensordaten, die im Rahmen von Citizen Science und Open Data übertragen werden können. Der Bausatz selbst verfügt über eine serielle Schnittstelle, die dazu verwendet werden kann, das ganze Projekt mit dem Raspberry Pi zu verbinden und auszuwerten. Auch gibt es einige Objekte aus dem Alltag, die zum Test des Sensors einmal verwendet werden können. Vielleicht macht der ein oder andere ja eine interessante Entdeckung. Zwar ein bisschen oldschool, aber etwas Retro schadet dem heimischen Media Center vielleicht trotzdem nicht. Der TV-Head. Und schon wieder ein Modul, welches direkt von den Raspberry Pi Entwicklern kommt. Mit dem Raspberry Pi TV-Head ist es möglich, Fernsehen über DVB-T und DVB-T2 zu empfangen. Notwendig hierfür ist nur eine passende Antenne und ein dazugehöriges Antennenkabel. Verwendet werden kann das Modul zum Beispiel mit Kodi. Und komplettiert damit das selbstgebaute Raspberry Pi Media Center. So ein richtiges Smart Home mit allem drum und dran? Wie wär's dann vielleicht mit dem Modul Raspi? Mit dem Raspi macht ihr euren Raspberry Pi Zigbee-fähig. Klingt nicht spannend? Na, dann fehlt dem einen oder anderen eventuell eine wichtige Information, was Zigbee eigentlich ist. Zigbee ist ein Funkprotokoll, was Geräte wie zum Beispiel Philips Hue oder IKEA Thread-Free verwenden. Somit kann der Raspberry Pi zum Gateway dieser Plattform werden und kann ab dann diese Geräte auch steuern und überwachen. Mit dem Raspi ist es somit auch möglich, Geräte von verschiedenen Herstellern mit nur einem Gateway zu verbinden. Ohne den Raspi würde fast jeder Hersteller sein eigenes separates Gateway benötigen, was nicht gerade die Bedienung vereinfacht und den Stromverbrauch auch nicht gerade senkt. Somit ist das Kombinieren von Billiganbietern mit Markenprodukten ohne weiteres möglich. Vorausgesetzt, es wird Zigbee gesprochen. Durch die zentrale Steuerung über den Raspberry stehen daher nun auch viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, als wenn es über das Gateway des jeweiligen Herstellers laufen würde. Ich denke, ein recht nettes Projektchen. Gesteuert wird das Modul übrigens über den internen Serial-Port, der über die GPIOs des Raspberries zur Verfügung steht. Ihr wisst noch nicht genau, was ihr machen sollt? Na, dann greift man wohl am besten zum Allrounder und experimentiert mit dem. Und erneut ein Modul aus dem Hause Raspberry. Dieses Modul kommt aus der Weltraumforschung. Klingt unrealistisch? Aber tatsächlich wurde der SenseHead für die AstroPi-Mission im Jahr 2015 entwickelt. Es ist ein Universalmodul zum Experimentieren mit haufenweise Sensoren. Darauf verbaut sind ein Gyroskop, ein Beschleunigungsmesser, ein Magnetometer, ein Barometer, ein Temperatursensor und ein Feuchtigkeitsmesser. Zur Kommunikation mit der Außenwelt wurde eine 8x8 RGB-LED-Matrix verbaut und zur Eingabe steht ein kleiner digitaler Joystick zur Verfügung. Somit sind viele Projekte mit dem SenseHead realisierbar. Von der klassischen Wetterstation über eine Digitaluhr oder vielleicht doch lieber eine binäre, dafür aber mit Datum, bis hin zu einem Kompass und viel mehr ist hier möglich. Kurz gesagt handelt es sich beim SenseHead um eine ideale Spielwiese, gerade für Einsteiger. Mini-PC plus Mikroelektronik? Für den eigenen Roboter eine geniale Grundlage. Schon mal was von Arduino gehört? Das sind kleine Boards mit Mikrocontrollern drauf, die sich sehr einsteigerfreundlich programmieren lassen. Gerduino ist ein Nachbau des Arduino Uno Boards und zu diesem kompatibel. Dieser lässt sich dann direkt über den Raspberry Pi programmieren und steuern. Da der Raspberry Pi nur über digitale GPIO-Ports verfügt, kann dieser bestimmte Sensoren oder auch Dinge wie Potentiometer nicht auswerten. Der Arduino bringt 8 Analogports mit, die genau dafür verwendet werden können. Ebenso ist auf dem Board ein Infrarotempfänger, eine Echtzeituhr und eine Batteriehalterung für die Echtzeituhr benötigte Stromversorgung vorhanden. Ebenso stehen 6 LEDs und 2 Buttons zur Verfügung. Wer es ganz übertreiben will, kann auch für den Arduino Uno kompatible Shields auf dem Gerduino verwenden. Somit bekommt die Platine, die Huckepack auf dem Raspberry Pi sitzt, noch was auf den Rücken geschnallt. Raspberry Pi, aber keine Steckdose in der Nähe? Na, dann ziehen wir den Strom halt aus dem Ethernet-Kabel. Vielleicht ein etwas spezielleres Modul, aber dem geschuldet, dass so etwas im privaten Umfeld eher noch selten eingesetzt wird. Wer allerdings einen PoE-fähigen Switch bereits in Verwendung hat, kann sich zu seinem Raspberry Pi die Stromversorgung sparen. Das ist gerade interessant, wenn der Raspberry Pi an einem speziellen Ort verbaut wird, wie zum Beispiel als Überwachungskamera oder als Sensor. Somit muss nur noch eine Netzwerkleitung gelegt werden und nicht zusätzlich noch eine Steckdose in der Nähe sein. Das Modul ist allerdings erst ab dem Raspberry Pi 3B Plus kompatibel, da dieser erst die notwendigen Pins zum Stromabgreifen zur Verfügung stellt. Ach so, übrigens, dieses Modul ist auch von RaspberryPi.org. Aber keine Sorge, das war das letzte in diesem Video. Benötigt das geplante Hardwareprojekt eine Authentifizierung? Wie wär's dann zum Beispiel mit der kontaktlosen Variante per NFC?
Bei einem Projekt wie zum Beispiel einem Smart Home Hub kann es doch sehr von Interesse sein, nicht jedem Vollzugriff zu geben und sich nicht jedes Mal nervig mit Tastatur oder einem PIN-Feld anmelden zu müssen. Wenn man allerdings dem Raspberry Pi ein NFC-Modul spendiert, kann man seinen Ausweis, Dongle oder sein Handy vorhalten, um klarzumachen, wer man ist. Das Explore NFC WW-Modul von NXP bringt sogar die passende Software bereits mit, um das Modul an den GPIO-Pins des Raspberry Pis in Betrieb zu nehmen. Es lässt sich daher relativ simpel in seine Projekte integrieren. So, jetzt habe ich aber genug Erweiterungen vorgestellt. Haben euch noch Module gefehlt? Ich hoffe, das Video war informativ und hilft, etwas mehr Überblick über die Möglichkeiten des kleinen Himbeerkuchens zu gewinnen. Jetzt heißt es aber, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö.